Die Corona-Krise überstreut jetzt alles. Oder besser gesagt, nimmt allem seinen Glanz. Am Anfang waren sich alle ja noch einig über die Maßnahmen, doch jetzt schon nimmer ganz. Lang hat es nicht gehalten, das ziehen am selben Strang. Gott schärft's alle wieder ihre Messer. Jeder schimpft schon wieder übereinander. Und alle wissen sowieso alles besser. In der Krise ist die Devise positives Denken und nicht positiv sein. Und obwohl die meisten negativ sind, sind die Negativen negativ. Das ist nicht positiv. Die Wirtschaft fährt mir auf, wie soll ich sie infizieren bei einem Konzern mit über 1000 Leuten. Die Kunst und ihre Künstler, ja die muss man isolieren. Kreativ sei hoch, kein Platz in dieser Zeit. Aber Hanseln bei einem Jazzkonzert, da brennt der Hut. Da geh ich nicht konform mit Spezialisten. Grad in so einer Zeit braucht's Unterhaltung, dass man außerkommt vom Alltag, diesem Tristen. In der Krise ist die Devise positives Denken und nicht positiv sein. Und obwohl die meisten negativ sind, sind die Negativen negativ. Das ist nicht positiv. Von vielen wird auch diese Krise wieder schamlos ausgenutzt. Wer eh schon viel hat, kriegt noch mehr, so wird das Geld verputzt. Wer nix hat oder wenig, dem braucht man nicht viel geben. Der ist nicht anders gewohnt, der wird schon überleben. In der Krise ist die Devise ein positives Denken und nicht positiv sein. Und obwohl die meisten negativ sind, sind die Negativen negativ. Das ist nicht positiv. Der Himmel war noch nie so ungetrübt blau, ja weil die Flieger alle am Boden stehen. Was Klimaaktivisten seit Jahren probieren, ist durch das Virus im Handumdrehen geschehen. Mal schauen, ob Menschheit von dieser Krise lernt, die Hoffnung darauf eher bescheiden. Wahrscheinlich wird's nur Ärger, getrieben von der Gier, doch genau das sollten wir vermeiden. Nach der Krise ist die Devise Vollgas, Überholspur, Bremsverbot. Man wird nicht gescheiter, tut gleich weiter. Vernunft wird leider nie zur Epidemie.